Ehemals habe ich eigentlich wegen meinem Sohn überhaupt angefangen als Trainer. Und dann hat es mich irgendwann einmal gepackt. Und das ist meine grosse Leidenschaft. Also es war eigentlich immer ein Anspruch von mir gewesen, dass ich bei den Junioren mein Wissen, meine Erfahrungen kann weitergeben kann. Und das ist das, was ich auch wirklich sehr, sehr gerne mache. Also ich war auch schon bei den Aktiven gewesen, aber es hat mich immer zurückgezogen zu den Wurzeln. Und ich bin wirklich gerne da. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr grosse soziale Verantwortung in der Gesellschaft. Und schlussendlich haben wir jedes Jahr, jetzt in der Fußballschule haben wir 75 Kinder da, bis zu 94 haben wir über 550 Junioren, die wir Jahr für Jahr eigentlich begleiten. Und das ist ein Engagement, das nicht unbezahlbar ist, von unvorstellbarem Wert. Und ich mache das einfach gerne. Ich bin gerne auf dem Platz, ich bin gerne bei den Kindern, bei den Junioren. Und versuche sie so weit wie möglich eigentlich fußballerisch, aber auch menschlich danach weiterzubringen. Es geht ja eigentlich um den gegenseitigen Respekt. Also innerhalb jetzt vom eigenen Team, um den Respekt gegenüber dem Gegner, Respekt gegenüber dem Schiri. Es geht um Fairness, es geht um Teamzusammenarbeit. Also das sind eigentlich alles so Faktoren, die ja dann schlussendlich auch fürs Leben wichtig sind. Und das ist das, was wir versuchen, dem da zu verkörpern und auch sie diesbezüglich die Schule oder dann auch nicht zu unterstützen. Im Augenblick sind wir so aufgestellt, also ich bin dabei, ich bin ja schon seit über einem Jahrzehnt da bei Zug 94. Wir haben jetzt glücklicherweise in der Co-Leitung haben wir jetzt auch den Christian Salar, der ist auch ehemals Trainer gewesen, hat sich dann nachher ein bisschen zurückziehen wegen seiner Kinder, also sie sind noch klein, aber jetzt sind sie grösser geworden, er ist jetzt zurück. Wir haben Trainer von der F-Junioren, die schon letztes Jahr in der Fußballschule gewesen sind und die sind jetzt weiterhin da. Plus haben wir jetzt fünf BA-Junioren, die jetzt unter meiner Leitung danach bei den BA-Junioren trainieren, die sich dafür entschieden haben, uns da zu unterstützen und auch ein bisschen so als Trainer zu schnuppern. Und dann haben wir noch erfreut bin ich gewesen, Tara, sie ist auch ehemalige Fußballschülerin, ist jetzt auch bei den Juniorinnen am Spielen und selber betreut sie, glaube ich, auch DB-Junior oder assistiert und sie hat sich jetzt auch bereit erklärt zu uns. Das ist eigentlich ein Team plus noch ein Vater, Alberto, wo jetzt uns auch unterstützt. Also Trainerteam von 11 Köpfen. Das sind ja die ersten Erfahrungen, die sie jetzt mit dem Ball machen. Und das Ziel ist, dass sie eigentlich das ganze Training durch, dass sie eigentlich den Ball am Fuß haben. Wir führen sie langsam eigentlich an Fußball dran. Es geht jetzt eigentlich ums Ballgefühl, um Ballhandling. Dann fangen wir eigentlich auch schon an mit gewissen technischen Fertigkeiten. Ball annehmen, passen, versuchen natürlich dann auch Beidfüßigkeit einzuführen oder sie diesbezüglich zu schulen. Und es geht halt einfach eben vor allem dann auch um Spielfreude, um Spass und um Bewegung. Wir schauen natürlich auch, dass es koordinativ klappt. Das sind auch einzelne Fähigkeiten, die wir erarbeiten. Aber eigentlich geht es darum, dass sie wirklich Freude, Spass haben und dass sie immer den Ball am Fuß haben. Genau. Ich wünsche mir halt einfach, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie dann nachher halt einfach mit einem Lächeln und mit einer grossen Portion Zufriedenheit dann nachher vom Training heimgehen und es kaum erwarten können, dass sie dann nachher nächsten Samstag wieder da sind. Fällt mir eigentlich nur ein, dass sie die Kinder eigentlich schon pünktlich zum Training bringen. Das ist eigentlich das Einzige. Und sonst, dass sie einfach den Kindern auch die Zeit lernen. Das braucht natürlich sehr, sehr viel Geduld. Es gibt sehr, sehr eifrige, ehrgeizige Eltern, die dann gerade am Anfang auch jetzt von der Fußballschule sind und sie haben dann auch Erwartungen, einfach den Kindern Zeit geben. Also es ist jetzt sowieso am Anfang nicht gerade ersichtlich, ob wir da ein Wahnsinnstalent haben. Klar, wenn es jetzt wirklich eins wäre, würde man das sofort sehen. Aber es braucht Zeit. Auch die Kinder brauchen wirklich Zeit. Die Geduld braucht es. Und es ist alles ein Entwicklungsprozess. Das sieht man dann nachher eigentlich am besten nach einem halben Jahr, nach dem Training, sieht man, was die Kinder für Fortschritte gemacht haben. Also einfach geduldig bleiben und dafür sorgen, dass sie pünktlich sind und dann bin ich schon zufrieden.